Tschüss, liebe Doris. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Fell in love with one another. Fell in love with one another. Up in bed, all I see is red. I'm walking out in the street, and red hair people love me. Oh, red hair here and there. Oh, red hair everywhere. Why the spell of my life? Just stand and share. Das Mikrofon übergeben für ein paar kurze Erklärungen und Worte. Danke, Stefan. Ja, von meiner Seite auch. Es ist eine Freude und eine Ehre, hier zu sein.
Mein Name ist Stefan Tia Oberbrunn, ich bin vom Südwestrundfunk, vom Deutschen Fernsehen. Und wie der Thomas schon sagt, wir haben angefangen zu drehen. Der Film ist Anfang des Jahres geplant worden und das, wenn ihr euch zurückerinnert, ich sage jetzt einfach mal du, weil ich so viele inzwischen aus der R4-Gemeinde kennengelernt habe und wir haben uns alle sofort geduzt, weil das immer ein total schönes Verhältnis sofort war. Anfangs sah das ja noch sehr Corona-düster aus. Wir wussten überhaupt nicht, wird es eine Ausfahrt geben? Wird es überhaupt Leute geben, die ihre Autos quasi aus der Garage bewegen? Oder wird es Treffen geben? Und das war für uns lange eine Zitterpartie. Ich habe auch mit anderen hier, die hier in der Menge sind, ich sehe hier schon einige bekannte Gesichter. Zum Teil haben wir telefoniert, zum Teil haben wir auch schon gefilmt. Und so dass sich langsam über das Jahr hin der Film entwickelt hat. Und heute ist sozusagen unser Finale Grande. Heute kommt die R4-Gemeinde hier zusammen. Nicht in Deutschland, in Österreich. Aber wir sind ja europäisch und deswegen ist das für uns mindestens genauso schön. Und ich freue mich, dass wir hier sein können. Ich freue mich, dass wir hier filmen können. Und wir werden auch die Ausfahrt natürlich mit der Kamera begleiten. Die Eva, die ihr eben gesehen habt, kurz mit der Sony-Kamera. Wir werden die mit verschiedenen Kameras begleiten. Wir werden automatische GoPro-Kameras haben. Wir werden eine Drohne haben. Und wir werden uns das einfach anschauen. Und ich hätte eine einzige Bitte an euch hier. Wenn wir filmen und jemand möchte nicht gefilmt werden, dann einfach ein Signal geben und ansonsten uns möglichst ignorieren. Wir sind gar nicht da. Ne? Nicht in die Kamera gucken, wenn die Kamera läuft, nicht winken, nicht die Oma grüßen oder den Opa oder den Enkel, sondern einfach ganz normal, ganz natürlich weitermachen. Es sei denn, wir kommen auf euch zu und stellen euch eine Frage, dann auch ganz normal reagieren. Das wäre meine Bitte. Geraldine hat mich gebeten, heute Nachmittag, wenn ihr zurück seid, vielleicht noch ein paar Worte zum Film zu sagen, wie der entsteht, wie bisschen Making-of, ein bisschen Blick hinter die Kulissen, das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ich wollte jetzt nur sagen, ich freue mich total, dass das so geklappt hat, dass so viele Leute gekommen sind und dass wir auch die Möglichkeit haben, das ins Bild zu setzen, in einen Film nachher münden zu lassen und wünsche einfach nur viel Spaß. Vielen herzlichen Dank, Stefan. So, ihr Lieben, es geht weiter mit der Startnummer auf.
Now I see clearly the haze has fallen off my eyes. And you're not here. Soon as I try to rewind, I start to realize you're gone this time for good. Now who's insincere? You notice me like I noticed you the very first time I saw you standing there with your suitcase, and I thought I was bound to fall. And I do, by the look in your eyes, once more it's such a surprise. In my pillowcase, and when I close my eyes, you're almost here. I can almost feel you. Your skin, your lips, your hair, blindfolded, I could swear that peace of mind is just a kiss away. But you ain't here. You noticed me like I noticed you the very first time I saw you standing there with your suitcase, and I thought I was bound to fall. And I do, by the look in your eyes, once more it's such a surprise. Thank you.
wünsche noch allen eine gute Nachhausefahrt. Danke. Weiterhin viel Spaß mit dem R4. Ja. Dankeschön. It's not.